Einen Trainer haben wir noch vor uns. Und dann kriegt der Arenaleiter aufs Maul. Ich bilde mit meinen Pokémon eine Einheit, wie Ying und Yang. Ist das nicht Ying Yang? Beides mit G? Na, ich habe keine Ahnung davon. Eins hat er. Ein Rihorn. Habe ich noch Blizzard? Eins. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Das war sehr effektiv. Deine Pokémon harmonieren gut mit dir. Das ist eine Pokémon, was ich eingesetzt habe, ja. So, wir tüdeln uns hier raus. Irgendwo hier unten war das, ja. So, und dann haben wir gleich schon den 8. Arenaleiter geschafft und dann können wir zu den Top 4 und danach gehen wir in die Höhle. Yay! Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Also danach habe ich nichts mehr vor, sagen wir mal so. Nee, wir wollten noch das eine Feuer-Pokémon da fangen. Wie heißt das denn nochmal? Das eine legendäre Feuerteil da. Das war der Arktos. Dann der Blitzer war es nicht. Weiß ich jetzt nicht, wie das heißt. Ahaha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich Team Rocket wieder auferstehen lassen. Ist das der Typ, den wir da gesehen haben? Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich als Journalist, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Orange. Okay, das ist wirklich der Typ, gegen den wir... fünf Stück hat er. Gegen den wir schon mal gekämpft haben. Diktri. Level 50. Ich glaube, die werden jetzt alle so sein. Ungefähr 50 und dann wahrscheinlich die letzten werden irgendwie so 60 sein. Ach. Gut. Mega Block. Und es brennt schön. Erdbeben, was geht denn? So, okay, Diktri wäre schon mal zerstört. Christoph ist Level 45. Nice. Es wäre cool, wenn die alle gleich aufsteigen. Snobbly Cut. Snobbly Cut, Mann. Das ist 53. Immer mal nochmal Feuersturm. Ja. 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 Gut. Ja, das war auch ganz gut. Das habe ich verkauft. Nice.
Steigt jetzt noch jemand auf? Das wäre sehr schön. Yes! Schönerreich Level 43. Nidoqueen. Nö. Wie es sich freut. Yay! Wir Möpsis. Was du? Megablock. Schön. Donner kann es auch. Also es kann alles. Also ich glaube, so ein Nidovieh ist schon sehr gut. Gut. Kommt jetzt der Alex. Und Mama hier. Hornattacke, das wird, glaube ich, reichen. Nee, wird's nicht. Erdbeben, was geht denn? Ja? Ich habe Erdbeben verkauft, ne? Nee, Erdbeben wollte ich vielleicht ausrüsten, genau. Das war's. So. Noch jemand? Dennis zum Beispiel? Nee, Nidoking. Nö. Aber ich werde einen Hyperheiler benutzen. Hypertrank. Keine Ahnung, ob das das gleiche ist. Ja. Ich glaube, jetzt ist es tot. Yep. Lars. Die habe ich auch noch irgendwas beigebracht. Nee, der Shen habe ich was beigebracht. Hier mal fliegen. Och Mann, ey. Immer dieses bisschen angreifen, ne? Das ist nicht so gut. Ja, das ist tot. Nee, doch nicht. Oh. Haben wir hier einen Beleber? Wen beleben wir denn? Den Alex. So, Lars ist hinüber. Dann kommen jetzt die Shen dran. Mach du erstmal den Psy-Strahl. Stirbt die? Okay, stirbt nicht. Okay. Und einen Hypertrank auf Shen nochmal. Hoffentlich greift er jetzt mit irgendeiner Kacke an. Ich versuche jetzt einfach mal diesen komischen Sonnenstrahl oder. Nee, Solarstrahl, so heißt das. Megablock. Greift also erst nach irgendwann später an. Okay. Gut. So, wir geben einen Übertrag dem Alex. So.
halt, 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 halt. Alex! Boah, es ist ätzend! Oh, nicht sein Drecksernst. Ne? Ey, ich werde mir jetzt Erdbeben beibringen. Nee, nee, nee. Erdbeben. Was war das? 26. Aufnehmen. Pokémon, nee, Quatsch. Item. TM. Ja. Alex oder Christoph? Christoph hat Glut, dann dieses Feuerding. Dieses Feuerding, Zerschneider und Dings und Alex, weiß ich jetzt nicht, was der hat. Surfer. Ich guck mal gerade, wie viel der Doppelkick abzieht. Was war das Erdbeben? Erdbeben. Hat 10 AP, das ist gut. Also besser als 5. Dann machen wir hier den Doppelkick weg. Ich hab die Flasche umgeschmissen. Okay. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich schreibe mir mal auf, in welcher Reihenfolge der die Pokémon rausbringt, dann kann ich... Ach, dass der Typ da im Weg steht, ne? Dann kann ich mein Team so ein bisschen darauf abstimmen, irgendwie. Auch total vergessen, dass ich schon mal mit dir gequatscht habe. Okay. Wo habe ich mein... Da habe ich mein Büchlein hingelegt. Jo. Was hast du denn? Genau, ein Dickdri. Dickdri. Geowurf. Der hat all seinen Drecks-Pokémon Erdbeben beigebracht, ne? Block. Ah. Und schon ist der Dave kaputt. So, kam jetzt nicht Snobbilly-Cut. Da war der Christoph ganz gut. Machen wir hier jetzt erstmal den Schlitzer. Och Mann, ernsthaft. Ich bin mal gespannt, wie das hier mit den Top 4 wird. Ja, Snobbilly Cut, das schreibe ich mir gerade noch auf. Snobbilly.
gerade. Feuersturm. Feuerball, Feuerball, Analgewitter. Nice. So, Nidoqueen. Was ist denn gut gegen Nidoqueen? Versuch's mal mit Dennis. Das ist halt ein Boden-Pokémon, ne? Ja. Ich bin doof. Schon ist mein Dennis hinüber. Ach, Mann. Jo. Gegen Nidoqueen muss ich auf jeden Fall den Alex einsetzen. Oh Gott! Nee, ich hau dem erstmal einen Hypertrank rein. So, du machst jetzt bestimmt nochmal Erdbeben? Natürlich. Ich hasse Kindergeräusche. Ich hau dir jetzt nochmal einen Hypertrank rein. Und bitte mach irgendwas anderes jetzt. Okay, einmal versuche ich noch. Oh Mann! Wie viel gibt's? 10? Mwah. Festgefroren! Nice! Ja. Alex erreicht Level 44, das ist sehr gut. Nidoking. Nee, eigentlich nicht. Darf ich anfangen, bitte? Megablock, schön. So, bitte nochmal festfrieren, bitte. Bitte, 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 bitte. Ja! Also ich müsste mir, falls ich das jetzt nicht schaffe, Nidoqueen und Nidoking. Oh Gott. Rizeros.
Was ist das denn? Oh, bitte. Hier fest, bitte. Nein, aber gut. Und Erdbeben. Ja! Finally. Yay! Ha! Der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Erstellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. TM27. Was ist das? Geofissur. Man kann damit ein Pokémon mit nur einem Treffen besiegen. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Moment. Ich muss gerade mal nachlesen. Geofissur. Ja. Also, die Quote ist 30%. Und hat 5 AP und der Gegner wird bei Erfolg mit einem Schlag besiegt. Aber 30% ist nix, wenn ich schon bei 85% zweimal hintereinander daneben hau. Ne. Es war nett von dir, aber... Gut, jetzt habe ich schon wieder 22 Minuten aufgenommen. Und die Top 4... An die Top 4 wagen wir uns in der nächsten Aufnahme. Ja. Ob wir das schaffen, ist noch dahingestellt, weil ich habe jetzt hier schon Probleme gehabt. Ich glaube, wir sind ein bisschen unterlevelt. Aber gut. Werden wir sehen. Bis denne.